Es ist interessant, da wir mit unseren nassen Klamotten, ja, jetzt hier. Sie finden Klaus im zweiten Stock. Er sollte den Ordner für Projekt Flüsterton haben. Oh, was haben wir hier? Paris, 17. September 1951. Der erbitterte Widerstand der tapferen Bewohner von London wurde laut Londoner Quellen gebrochen. Nach den Aufständen von August, die für die Widerstandskämpfer wie ein Wendepunkt schien, ließ der tyrannische Regime nun sein neuestes Werkzeug der Unterdrückten von der Leine, ein monströses Ungeheuer namens Auge von London. Augenzeugen beschreiben den Kampf als ein Massaker. Nach dem in den gepflasterten Straßen das Blut der tapferen Widerstandskämpfer stand, die von der gewaltigen Maschine zerquetscht oder niedergeschmäht worden war. Elite-Kampfeinheiten rückten dem Block zu Block vor und löschten die letzten versprengten Reste der Freistandskämpfer systematisch aus. Alter, okay. Da ging ja richtig die Post ab, ey. So, ey. Vancouver, 3. Januar 1947. Anfang dieser Woche wurde ein feindliches U-Boot in der Cabotstraße versenkt. Nur wenige Kilometer vor der Küste von Cape North. Heute überquerten hunderte von Schiffen den Atlantik und die ersten Truppen des Regimes setzten ihren Fuß auf kanadischem Boden. Wir müssen jetzt tapfer sein, so der Premierminister in einer Radioansprache. Jetzt oder nie, unsere Jungs an der Front brauchen ihre Unterstützung. Zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Freiheit. Jawohl. Hier ist aber jede Menge zu lesen. Alter Verwalter. Gucken wir jetzt hier nochmal rein. Die Rote kapitulierten. Moskau, 12. Dezember 1946. Der harte russische Winter schlägt bei eiskalter Wucht zu. Doch davon ist auf der rosigen, lachenden Gesichtern unseres siegreichen Truppen und des russischen Volkes nicht zu sehen. Das letzte Gefecht gegen die russische Armee fand in Izhevsk statt, nachdem diese Monatlang versucht hatte, die russische Hauptstadt zurückzuerobern. Ein Unterfangen, das nach zahlreichen Rückschlägen und Hunderten von Opfern unter der Zivilbevölkerung schließlich das Volk gegen sein eigenes Militär aufbrachte. Doch die nördlichen Bombenangriffe auf den Rüstungsfabriken in Ural, das klingt wie Ora, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Moral der russischen Streitkräfte gebrochen war. Der mörderische russische Tyrann konnte in dem doch nicht gefunden werden. Indessen. Doch es gibt Gerüchte, dass er von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde. Alles klar. So, jetzt ist aber Schluss mit Lesen hier. Bobby Brown. Ja? Ich kenne sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Eingebildeter Zirkusaffe. Ach, das habe ich die ganze Zeit gehört. Ich brauche den Ordner, Captain. Holen Sie ihn mir bitte. Alter, lauter. Voll der Freak. Jetzt weiß ich auch, warum wir seinen. Nee. Eine gut sortierte Werkbank. Was war das? Nee. Rüstungsverbesserung, alles klar. Musikfreak halt. Aber es gibt es beim Regime ja, glaube ich, nicht. Da gibt es so diese volkstümliche Knallmusik. So, gucken wir jetzt hier mal rein. Oh, guck mal, ist der Vorratsraum. So, die suchen uns wahrscheinlich da. The tide is turning. Und okay. Geschlossen. Archives. Archiv. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen.
Hier ist die Küche, hier wird nicht gespült. Okay. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Was? BJ Blazkowicz, 1960. Was? BJ Blazkowicz, 1960. Nachdem er die letzten 14 Jahre im Koma gelegen hat, wacht BJ in einer Welt auf, die von Regime beherrscht wird. Doch es gibt immer noch Hoffnung. Versteckt im Zentrum von Berlin agiert eine kleine Widerstandsgruppe, geleitet von einer alten Bekannten, Caroline Becker. BJ schließt sich der Gruppe an, um mit ihr die Welt aus den Händen des Regimes zu befreien. Jupp, so sieht's aus. So, jetzt drücke ich auf Escape. Ach, dann gut, dann klicke ich ja da drauf. Auch gut. So. Schauen wir uns erstmal hier unten um. Was haben wir denn hier? Was bist du für einer? Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Ja, wo sitzt du da? Mit den nassen Klamotten, alles klar. Wir sehen uns später, okay? Bei dem Licht kannst du schon. Jede Menge vom Regime rum. Jede Menge. Dass du schlafen kannst bei dem Licht. Nee, das habe ich jetzt. Nee, ach, guck mal hier, da bist du ja nur noch dran mit Lesen. Heftig, ey. Lesen ist nicht ganz meine Stärke und ich habe auch keinen Bock, jetzt euch die Folge nur noch mit Lesen zu beschäftigen. Ich habe doch hier gerade was gehabt. Ne Ziegenfuß, okay. Wofür auch immer der, vielleicht irgendwo was verschlossen ist oder... Das ist ein Schrein, aber wofür? Für... Junge, geht dir einer ab? Stöhn doch mal leise, ey. Ist ja schlimmer als... Ich hab doch hier, da war doch schon wieder. Ach so. Neues Kino, 1960. Konstruktion, 16 Ausstellung. Ausstellung, 60er Ausstellung. So, okay, ja, das sieht alles sehr, sehr... Ich will mal wissen, unter welchem... wo genau das ist, dass die nicht wissen, dass wir hier unten sitzen. Was haben wir hier? Also ein ziemlich kleines Zimmer. Was? Die Käfer. Was haben wir hier? Aufnehmen. Eingabe. Was? Ich höre nichts. Das blaue Boot. Moment. Kontrollpunkt, neues Level, zurück zum Hauptmenü. Option, warte mal, wir machen das gleich. Lass sie nur kommen. Ach scheiße, tu mir nicht weh. Lass sie nur kommen. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Das muss, ich dachte, man könnte das mit den Pfeiltasten auf der Tastatur regeln, aber das macht er dann nicht. Gerät, okay. Gesamtlautstärke, Sprachlage unter die Musik stumm schalten. Deaktiviert, damit wir das mal hören. Kommen wir mal, Shot. Als vier englische Musiker in Liverpool im vom Regime kontrollierten Großbritannien die Band Die Käfer gründeten, standen sie vor der Wahl, entweder nicht weiter auf Englisch zu singen oder ein Verbot und die Inhaftierung durch das Regime in Kauf zu nehmen. Also änderten sie ihren Namen und lernten unsere Sprache. Derzeit reisen sie durch Europa und ihr neues Album
das blaue U-Boot zu bewerben. Gerüchtesfolge bauen sie in ihrem harmlosen Musik aller was bauen sie in ihre harmlose Musik allerlei versteckte Botschaften ein, um ihren Texten ein subversive Note zu verleihen. Okay. Ja, ich glaube, das reicht. Okay, ich denke mal, das können wir jetzt auch wieder aufstellen. So. Okay, geil. Ey. So, jetzt gucken wir uns mal hier in dem alte Plakate, abgerissene. Da war schon die Zeit dran. Der hat sogar Licht hier oben. Top-Pflanzen da. Denen geht's auch gut, so wie es aussieht. Ich glaube, die brauchen aber noch mal ein bisschen Wasser. Ich hoffe, die kriegen das. Oh, da ist was, da komme ich nicht hinter. Da ist was, da komme ich nicht hin. Da ist eine Luke oder eine offene Klappe. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, da geht's von einem anderen Raum geht's da rein. Okay. Yes, we can. Back them up. Oh, jetzt kommen wir in das Kinderzimmer von ihm. Da, das ja, da hinten. Max Zimmer sein. Jupp. Ja, aber viel Spielzeug gesammelt, ey. Oh, da können wir rein. Das Max in dem dass er auf dem kleinen Bett da schlafen kann. Finde den Ordner. Da ist. Caroline im Rollstuhl. Okay, da gucken wir da mal rein. Caroline im Rollstuhl. Caroline Becker stammt aus Insenstadt, wo sie bis zum Krieg lebte. Sie wurde zur Waise, als ihr Vater den Regimeschergen getötet wurde. Von Vorfall verstärkte nur ihren Hass auf die Unterdrücker und machte aus ihr die charismatische Anführerin der stärksten Widerstandsbewegung des Wiesenau-Kreises. Während des Krieges wurde sie von dem berüchtigten Regimevollstrecker Hans Grösse angeschossen und schwer an der Wirbelsäule verletzt. Ah, dieses Schwein war das also. Du drückst du da drauf voll und dann hast du dann. Ich hab doch noch einen Pfeil nach unten, aber. Verletzt. Obwohl sie seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt ist, ist ihr Wille ungebrochen. Ja, das stimmt allerdings. Wäre ja langweilig, wenn es. Naja, so, jetzt gehen wir mal rein. Guck mal bei mir. Bitte. Man sieht es gehen irgendwie. Also, sieht schon sehr niedergeschlagen aus. Boah, der hat ja Füße, damit kannst du ja Wasserski fahren, ne? Okay, quatschen ist nicht drin. Ist aber auch ein Bulle, ey. Okay, er pennt. Oh, warte mal. Hier ging es doch noch nach oben. Ich gucke mich erstmal oben um. Ja, geht's da noch lauter? Oh, funktioniert das denn? Tatsächlich. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Oh, bin gespannt, ob er jetzt wach ist. Wo geht's denn hier hin? Okay, was denn das? Was eine Sammlung. Also, guck mal, wir haben Brecheis, wir haben uns aber noch eins geklaut. Ja, die ist klar.
Der sucht da hier unten sein Werkzeug da. Wow. Was sammelt der denn hier? Ich weiß gar nicht, wem seine Stube ist denn das hier? Was ist das hier? Messer. Oh Mann, ich habe wieder aufstoßen. Entschuldigung. Jede Menge Messer. Hier oben ist... Okay, aha. Weiß gar nicht, wie das geht. Vorteile, Notizen. Ich weiß gar nicht, vielleicht steht hier irgendwo... Neue Heimat, Caroline zurück, Tutorials, Springen mit Anlauf, kann man dann Waffenauswahl, Schloss knacken, Tagebuch, Waffenauswahl, Gegner überwältigen, steht dann da irgendwo hier drin, wie man Mausrad um Waffe zu sehen und Akimbo, Schloss, Lehnen, Springen mit Anlauf, ne? Keine Ahnung, wie man Messer wirft hier. Das ist auch nicht so, wo man drauf drücken kann zum Werfen oder so. Ziemlich groß die Bude hier oben. Und was hat das für einen Sinn? Das sieht auf jeden Fall irgendwie aus, als müsste man das irgendwie mal benutzen. In jetzt kommender Zeit. Was? Albtraum. Albtraum? Nee, Albtraum kann ich nicht brauchen. Nee, kein Albtraum. Also wir sollen da schlafen. Das ist eine komische Ecke da. Gehen wir noch zur Caroline runter, was? Ja, komm. Ach, da hinten.